Also wir haben uns hier eingefunden in der schönen Steiermark für die Wechselland-Rallye in ein sehr leeres Fahrerlager. Also im Vergleich zu den letzten Jahren ist da relativ wenig los. Aber die Action auf der Strecke passt auf jeden Fall. Wir hoffen, das Wetter hält durch und wir hoffen, wir können euch einen schönen Bericht machen. Gell? Hey Kollege, hui! Fast wäre die SP abgebrochen worden wegen der Idioten, die meinten, sie können sich direkt da im Notausgang stellen. In den Highlights nachher wird sie sehen, dass genau dort fast einer rausgefahren wäre. Nicht das Vorausauto. Nicht das Vorausauto. Nein, es war schon das Vorausauto. Nicht das Vorausauto. Nicht das Vorausauto, ja. Das war der Hageldellengolf. Blutverschlitten. Aber nur die Baumschlager, sehr sauber, sehr schön. Das ist sauber und schön, das war einfach nur fürs Publikum. Genau, so ist es. Ja, da war bereits ziemlich fix. Da merkt man, dass er wirklich sauber fährt. Schaut, genau, ja. War da jetzt wirklich unbeobachtet, ganz genau und fertig. Genau. Jetzt sind wir schon wieder fertig. Ja, nachdem ziemlich alle Gegner von ihm zurückgezogen haben, auch die unter viel diskutierten Benzingeschichte und so weiter. Man tut das einfach nicht rückwirkend Regeln ändern. Ja, nein, das... Und hat nicht besiegt. Vor allem zuerst auf Wunsch von vielfachen Fahrern führt man eine Regel ein, dann tut man sie auf Wunsch von vielfachen Fahrern wieder raus, die Regel. Habe ich irgendwie nicht verstanden und auch das halbe Starter hat sich das nicht verstanden. Ja, dafür ist ja genügend Geld dahinter. Genau, ja, dann, dadurch ist ein relativ kleines Starterfeld noch mehr zusammengeschrumpft. Deswegen ist unser Video da heute auch deutlich kürzer als sonst. Ja. Aber in Robert Zitt haben wir trotzdem reinlassen müssen. Ja. Was geht, der bemüht sich immer, oder? Das stimmt. Ja, das Problem der Traktion hatten wir ja in dem Bereich alle. Aber genau. Ich mein, so eine schöne so Linie. So schön sauber, schau mal. So eine schöne Linie. Immer ganz leicht cutten, nicht zu viel. Gerade, dass ein bisschen die Blätter stauben und was fürs Video zum Schauen hat. Sehr gut. Sehr schön. 104, einmal quer. Heute werden wir zu diesem Video sehen. Hoppa! Ein bisschen zu viel gehabt. Ja, einzelne haben da aber Sachse geholt. Ja, ein bisschen zu viel. Ja, mit den Frontriebern da die Ecke mit der Handbremse nehmen, war keine gute Idee. Der Michi Böhmer hat es an der Ecke vorgezeigt, wie es geht. Ganz sauber ohne Handbremse. Hoppa. Oh, ein schöner Hackselheber. Sehr sauber genommen. Zum Hackselheber war nicht einberechnet. Toll! Auch der war für die Galerie. Der kleine ja, stinkt, gedacht, der Junge ja. stinkt, genau. Ja, gut gedacht, aber leider zu weit. Ja. Ja, und da natürlich, wenn man da unten fast steht, quält man sich da bei der Nüsse im Frontribler auf im Berg. Ja. Das tut natürlich dann besonders weh. Einmal Hinterhofer, der Mara Schweiger, auch ein bisschen übermotiviert. Aber sie haben den Tag sehr erfolgreich beendet. Haben uns auch auf den restlichen Sonderprüfungen sehr gut gefallen. Hier sehr sauber gefahren. Und hier, Herbert Weingartner in einem ganz exzellenten Drift. Wunderschön gemacht. Weingartner ist sowieso bei dieser Rallye, das war gleich wieder mal seine Rallye zum Herzeigen, Leute. Ich glaube auch, ja. Also da hat er wirklich, wirklich brav das Auto bewegt. Sehr gut gefallen. Wir haben Derla sehr quer. Ja, quer. Und vor allem
da absichtlich noch einmal draufsteigen aufs Gas, dass ja alles hinkommt. Das war überhaupt nicht fürs Publikum, das hat sicherlich nur die Beschleunigung. Genau, ja, ja. Nur weil es einem Spaß gemacht hat. Der Bahnhof war sehr schön, mit einem meiner Lieblingsautos im Starterfeld, diesem A86er Corolla Coupé. Sind schon selten geworden jetzt. Sehr selten, ja, sehr selten. War nie sehr häufig bei uns in Österreich. Ja, das Traumauto meiner Jugend. Hätte ich gern gehabt, ist leider nie geworden. Und hier Kremsel, der Erste. Der taucht bei uns öfters auf. Nicht ohne Grund, ja. Genau, wie man sieht, er steht fast. Bergauf. Ja, aber wir haben festgestellt, die hat da drinnen so einen Sensor, so wie ein Radarsensor, ja. Genau. Statt dass er ein Geschwindigkeitsmesser findet, findet er Kameras. Und bei jeder Kamera, wupp, schmeißt das Heck einfach raus. Das Heck ein bisschen breiter. Genau. Da schauen wir sich gleich mal an. Beim Reinlenken ein bisschen aufs Gas steigen und geht schon quer ums Eck. Ja, schön kontrolliert. Passt. Und hier muss man natürlich, wenn die Stampfer so schön driften, ein blöder LKW von der Straßenaufsicht durchfahren. Eh klar. Naja, soll so sein. Auch wenn sie diesmal Ihrer Meinung nach sehr vorsichtig gefahren sind, ja. Sie wollten das Auto nicht schon wieder zusammenhauen, gell? Haben sie doch spektakuläre Sachen auch abgegeben. Genau, ja. Ja? Ja. Jetzt sind wir schon in der Mittagspause, gell? Genau, ja. Wenn wir ein bisschen aufs Fahrerlager schauen. Weiter ein bisschen tragischen. Nicht so gern ist am Vormittag. Und im Gegensatz zur Zwettl-Rallye. Hier keine Hektik. Möglichkeit. Genau. Die Gemütlichkeit ist vorrangig, ist auch unglaublich. Hat Zeit zum Grillen. Du hast doch einen kleinen Garten. Wir könnten das doch bei dir auch machen. Wir könnten das mit einem alten Corolla da was machen. Ja, warum nicht? Weil Volvo war zu groß für den Garten, ja? Das stimmt, ja. Ach, hier haben wir den angesprochen. Ah, Ossi Bosch und Margarete Stein. Und gestern sind wir einmal im Boden gestanden, eine Minute voran. Oh, und heute haben wir schnell bestraft, die Minute. Aber ja, die Zeiten passen eigentlich. Gestern haben wir besser gehabt. Ja. Es wird. Ja, passt. Hier. Ja. Da hast du wieder mit erwischt. In einem Adlerauge habe ich es gesehen, wenn der Mann für den Bierlich zwitschert. Nein, es ist sowieso, also der Steiermark, die Gastfreundlichkeit im Allgemeinen war ein Wahnsinn. Also, stimmt. Drei ja. Renntage hätte ich nicht überlebt, da wäre ich zum Alkoholiker geworden. Ne? Oh, sehr schön, sehr schön. Eine sehr schöne Stelle dort. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Sprünge, Nona nicht. Aber da gibt es einen Drift und einen Sprung hintereinander. Genau, ja, also das ist eine sehr exquisite Stelle. Und? Zack! Zack! Ja. Das war eigentlich das einzig wirklich Spannende an dem Tag. Daniel Wollinger gegen Michi Böhm. Und das war auch nicht sehr lange spannend. Wie der Michi Böhm dann eine richtige Abstimmung gefunden hat und sich mit den Raffen zusammengefunden hat. Und war dann jetzt, eigentlich. Schau. Und? Oh! Boom. Wir haben es gemessen. 42 cm Höhe auf den Hinterrädern. Ja? 42 cm in der Luft. Fast ein halber Meter. Also. Da war es nicht schon wurscht, wie viele Raffen man hat. Gell? Der Marfet packt wieder die Schieblehre aus. Oh, zack! Apropos Michi Böhm, ein hervorragender zweiter Gesamtrang. Absolut verdient. Ja, absolut verdient. Natürlich Sieg. Oh, schön. Natürlich Sieg in der 2WD-Wertung. Natürlich auch die Führung in der 2WD-Wertung übernommen in der Klasse. Und zweiter Platz in der Staatsmeisterschaft. Also Hut ab mit einem frontgetriebenen Swift. Ja. Sehr hätte schön. Ja, will es nicht vorausgreifen, hätte er gewinnen auch können, eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ja, ja. Ja, in der letzten SP hat sich noch einiges getan, das werdet ihr dann noch sehen. Jetzt werden wir hier den Robert Zitter springen sehen. Auch er war den ganzen Tag top motiviert. Ja. Ja.
hier alles Handler, sehr motiviert. Und check it. Ich liebe die Farben. Ja. Es passt. Ja, es passt. Ja. Französisches Auto, es hilft nichts. Ja, hilft nichts. Ja. Ja, und hier Willi Rabel. Ein optischer Genuss, ein akustischer Genuss. Den gibt es demnächst als Klingelton auf unserer Website. Ja. Wenn du es zusammenbringst, ja. Oder unser Technik-Genie. Das gibt's zum Downloaden, ich sag's das. Oh, auch hier sehr motiviert gekartet, Hinterhofer Schweiger. Und hier. Zack, und über die Kuppe. Bang. Sehr schön. Und da hinten sehr brav gekartet, sehr motiviert gekartet. Ah, schön. Auch hier Herbert Weingartner. Mussten wir reinnehmen, weil er einer der höchsten Sprünge gehabt hat. Beziehungsweise einer der härtesten Landungen. Und? Bonk, bonk. Habt ihr das gehört? Ganz leicht aufgesetzt, aber eine japanische Sportcoupé überlebt sowas ohne Probleme. Aber jetzt kommen die Kremsels, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, ja. Das war ja die Fans von denen waren der Wahnsinn. Also das stimmt. Überall waren die Kremsel-Fans zum Sehen. Überall Kremsel fahren. Von Tröten und bis zu Töpfen. Ohne Grund. Zack. Die? Sie haben ja hoch und heilig versprochen, sie werden nicht springen, ja? Ja. Ja. Ah, und da sind wir dann auch schon beim Rundkurs. Normalerweise ist der Rundkurs immer besonders interessant. Das Problem war da in der letzten SP, dass es ist um nichts mehr gegangen. War nichts mehr, ja? Es ist einfach um nichts mehr gegangen. Jetzt sind alle nur mehr ins Ziel gefahren. Der Daniel Caesar ist da unterwegs im Audi R8. Ja, Vorausauto. Das Vorausauto, das er dann nicht zusammengehaut hat, so wie seine Autos. Er macht das gerne mit seinen Autos. Na, da. Gern. Ja. No, jetzt bist du ein bisschen böse, Manfred. Ich kann es belegen. Ich habe ein Video darüber. Ja, aber der Daniel Caesar hat gemeint, er möchte sein Auto, das er bei der Lavantal etwas zerlegt hat, wieder gescheit aufbauen. Und fährt hier nur das Vorausauto mit dem R8. Da war ich sehr vorsichtig. Genau, ja. Ja, und wie gesagt, da hat sich dann noch einmal einiges umgedreht. Da hat nämlich der Michi Böhm vom dritten auf den zweiten sich nach vorne geschwindelt. Weil der Kaltes hat einen Dreher gehabt. Und beim wieder umdrehen hat er sich festgefahren und hat dort 3 Minuten, glaube ich, verloren. Und ist dadurch weit nach hinten gespielt worden. Mundl Baumschlager, wie sie hört, hat einen Reifenschaden gehabt, hat noch jetzt auch ein bisschen Zeit verloren. Genau. Das ist kein Reifenschaden mehr, das ist ein Felgenschaden. Genau. Bist du wahnsinnig. Also ich, zu dem Zeitpunkt habe ich meinte ich schon, also das wird jetzt wie immer Zweiter und der Michi hätte es gewonnen. Ja, ja, ja. Es war so, wir haben nachher dann noch in Mundl gesehen, wie er beim VW-Händler mit dem Wagen rausgekommen ist. Anscheinend haben sie ihn schon mal auf die Hebebühne gestellt und einmal nachgeschaut, was passiert ist. Ja, kann durchaus sein, ja. Was auch immer. Und wie man sieht, Ossi Bosch hat gut geschlafen in der Mittagspause. Er ist motiviert. Und zack. Oh, ja, hier drückt man, genau. Sie waren da total begeistert worden. Und okay. Natürlich bei wem? Natürlich. Und auch hier wieder Weingartner, sehr schön. Ganz sauber durch. Ja, zu Thema Gastfreundschaft, das war mein Schnaps. Ich war da beim Filmen und die dort wohnen haben uns dann Schnaps und Bier besorgt. Also es war unglaublich, diese Gastfreundschaft. Stimmt, ja. Und hier eine kleine Verfolgung sagt, Stampfl Bahnhofer. Zwei sehr schöne Autos. Lass mich vorbei! Nein, ich lass dich nicht vorbei. Nicht hier. Nicht vor der Kamera. Ja, sie haben das Versprechen, dass sie ein bisschen gemütlicher fahren, doch nicht eingehalten. Ja, wie man sieht, auch da ist er, sehen wir wiederum die Kremsel öfters. Im Rundkurs, weil jetzt fahren sie darüber mit, den gegebenen Lärm. Ja, wollen noch was zeigen zum Abschluss. Und natürlich auch die wollen noch was zeigen zum Abschluss. Dröd.
jetzt aber durch. Und hier, da war es Moosbube, Forstner, versuchen es auch noch mit der Handbremse. Ein bisschen schon liefern, auch in der allerletzten Runde. Vor allem, wenn man als allerletzter dann schon da durch die Runde geht. Genau. Nachher nur mit der Schlusswagen. Ja. Und das Endergebnis. So wie immer. Wie gesagt, einige Leute haben eine Platzierung, die sie vorher noch nie gehabt haben, so weit vorne. Naja, sonderlich spannend war sie heute nicht, die Rallye, aber wir entspannen uns jetzt trotzdem noch in der schönen Natur da, in der Steiermark. Wie ihr hört, die Vögel zwitschern, das Bachel rauscht. Es ist total gemütlich hier. Ich hoffe, ihr habt einen Spaß gehabt mit unserem Bericht. Wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt, wieder einmal an der Strecke, wie immer. Wir können euch nur dazu motivieren, schaut einmal persönlich vorbei auf deiner Rallye. Und wir sehen uns sicher in nächster Zeit irgendwo an der Strecke. Gell? Tschüss. Und schaut euch die Steiermark einmal. Gastfreundliche, genau. Leute. Absolut, absolut. Ja.